So, einen kurzen Nachschub nochmal. Und zwar hatte die Emma eine kurze Frage, wie wir denn genau von der Funktionsgleichung auf die Umkehrfunktion kommen. Also wie wir genau die Schritte ausschauen. Und das möchte ich natürlich nochmal durchgehen, damit ihr das auch versteht. Wir alle kennen die andere Schreibweise noch von f von x, also y, ist gleich 2x. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt einfach mal auf das hier decken und auf dieses y ist gleich 2x konzentrieren, weil wir damit besser und einfacher arbeiten können. Ich schreibe das nochmal auf. Also y ist gleich 2x. Nun bringen wir den 2 auf die andere Seite, das heißt, wir dividieren mit 2. Also y durch 2 ist gleich x. So, nun kehren wir das einfach um. Also y kommt rüber als x, also wir drehen sie einfach um. Also y kommt zu x und x kommt zu y. Das bedeutet, nun steht x durch 2 ist y. So. Schreiben wir das jetzt nun wieder mit unserer f von x, haben wir also f von x ist gleich x durch 2. Aber ganz wichtig, wir haben ja jetzt die Umkehrfunktion und das müssen wir natürlich auch irgendwie markieren, damit die Leute sich ja auch auskennen, wenn sie jetzt rechnen oder das ablesen wollen. Und in der Mathematik für die Umkehrfunktion ist eben dieses minus 1 das Symbol dafür. Das ist keine Hochzahl, mit der man rechnet oder so, sondern es ist einfach nur ein Symbol für Umkehrfunktion.